Yo Leute, was ist grad? Ich bin's, euer Rico Italia. In diesem Video jetzt mal die unlogischen Dinge in ganz GTA 5. Würde mich freuen, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut und dann drüber abstimmt, ob das Video gut war oder auch nicht. Wenn schlecht war, gibt eine negative Bewertung ab. Wenn es gut war, gibt eine positive Bewertung ab. Natürlich ist GTA 5 auch nur ein Spiel, das von Menschen hergestellt wurde. Ist ja ganz klar, dass da Fehler drin sind. Deswegen nimmt es auf jeden Fall nicht zu ernst, aber ich finde, man kann trotzdem drüber lachen. Und wenn wir bis Silvester die 100.000 Abonnenten auf diesem Kanal erreichen, dann verlose ich auf diesem Kanal 500 Euro und ich mache natürlich dann auch Facecam-Videos. Ich würde sagen, fangen wir an mit den unlogischsten Dinge in ganz GTA 5. Ach ja, Weihnachten ist doch was Schönes. Alle Jahre wieder kommt der Schnee zurück in Los Santos und zwar auf der PS4, Xbox One und noch auf dem PC. Doch woran Rockstar Games nicht wirklich gedacht hat, sind die NPCs. Ich weiß, IDZock hat das Ganze auch mal in seinen Videos angesprochen, also Grüße gehen raus, aber ich wollte es euch hier einfach auch nochmal demonstrieren, wie das Ganze aussieht. Es ist wirklich so unlogisch. Begebt euch einfach mal zum Strand und ihr werdet wirklich was Skurriles sehen. Dort baden nämlich Leute im Winter. Ich weiß nicht, wer so verrückt ist und das im Winter macht, aber man sagt ja, die Leute in Los Santos sind eh verrückt. Ne, jetzt mal ohne Flachs, warum kann Rockstar Games nicht den NPCs ein bisschen Weihnachtskleidung geben? Ihr kennt doch sicherlich alle Standardskills. Der Typ, der immer die coolen Livestreams macht und die Klingklongs nicht mag, aber fällt euch bei diesem Screenshot irgendetwas auf? Richtig, was hat eine Laterne in den Stromkasten zu suchen? Man sieht es auf den ersten Blick gar nicht und ich bin auch nur drauf gestoßen, weil ich das in Standardskills Livestream zufällig gesehen habe. Ich verstehe es einfach nicht, warum Rockstar Games es nicht hinbekommt, eine ganz normale Laterne hinzuplatzieren. Okay, Laterne hin und her sind Kleinigkeiten, aber kennt ihr noch den Wastelander, der mit dem Import- und Export-DLC dazugekommen ist? Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wo da überhaupt der Motor ist? Ihr seht es gerade im Hintergrund, dieser Motorraum ist so klein, da kann niemals ein Motor drin sein. Also ich weiß nicht, wo sich da der Motor versteckt. Vielleicht ist es aber auch ein Geister-LKW, wo niemand weiß, wo der Motor ist. Das ist wahrscheinlich das größte Mysterium in ganz GTA 5. By the way, stammen hier sehr viele unlogische Dinge von Dead Saints, deswegen ist er auch in der Videobeschreibung als Founder verlinkt. Ja, so ein Autolagerhaus ist echt schon was Feines. Ihr seht es auch, man hat sogar einen eigenen Laptop, mit dem man auch Fahrzeuge exportieren kann. Aber wieso zum Fick haben wir so einen alten PC noch drin? Wir haben doch diesen coolen Laptop, mit dem wir doch alles machen können. Warum befindet sich dort so ein unnötiger alter PC? Okay, man könnte sagen, es ist Verschönerung fürs Büro, kann ich verstehen, ein bisschen unnötig, aber okay. Aber was ich irgendwie nicht verstehe ist, ich bezahle für mein Autolagerhaus mehrere Millionen Dollar. Und da erwartet man eigentlich, dass man dann nichts mehr ausgeben muss fürs Lagerhaus. Aber ihr müsst was ausgeben, nicht für die Getränke. Ich kaufe mir also ein Lagerhaus, wo alles drin ist, aber für die Getränke muss ich extra zahlen. Warum? Okay, diese unlogische Sache wird wahrscheinlich sehr vielen Autoliebhaber und auch Tuning-Liebhabern in GTA Online ein bisschen das Herz brechen. Ihr seht es auch, der Retro Elegy. Der Retro Elegy ist wirklich ein super Sportwagen. Der zweitschnellste Sportwagen in GTA Online und er hat sogar einen Tankdeckel, also wirklich sehr realistisch gemacht. Zusätzlich besitzt dieses Fahrzeug einen Türgriff. Die Betonung liegt aber bei einem, denn der Retro Custom Elegy hat nur einen Türgriff. Ich weiß nicht warum und ich finde es auch wirklich sehr schade, dass Rockstar Games diesen kleinen Fehler gemacht hat, aber ich finde, bei diesem Fahrzeug darf man sich einfach keine Fehler erlauben. Ich meine, das Auto wurde so schön modelliert von Rockstar Games und da will man sich ein bisschen die Details anschauen und schwuppdiwupps fällt einem auf, dass das Fahrzeug gar keinen zweiten Türgriff hat. Der Blazer Aqua ist wirklich ein geiles Amphibienfahrzeug, das auch vorne schießen kann und man kann sogar die Räder einfahren im Wasser und auch auf dem Land, aber wusstet ihr, dass dieses Fahrzeug auch einen zweiten Sitz hat? Nur leider kann diesen Sitz niemand benutzen. Ich weiß nicht, warum Rockstar Games zwei Plätze auf dem Blazer hinplatziert, obwohl da nur eine Person drauf sitzen kann. Ich meine, wie geil wäre es denn, wenn zwei Leute auf diesen Aqua Blazer drauf sitzen würden? Der gepanzerte Boxel. Keine Ahnung, warum dieses Fahrzeug gepanzert heißt, aber Leute, glaubt mir, dieses Fahrzeug ist nicht gepanzert. Das Fahrzeug hält keine einzige Granate aus Haftbombe-Annäherungsmine. Das Fahrzeug wird instant in die Luft gehen. Das Fahrzeug hat nicht mal schusssichere Reifen. Ich weiß nicht, warum Rockstar Games hier den Namen gepanzert gibt, aber Leute, glaubt mir, dieser Boxer ist hundertprozentig nicht gepanzert. Ihr könnt auch nicht schusssichere Reifen im LS Customs drauf machen. Ich denke, wir sind uns alle einig, wie überpowered die Hydra in GTA Online ist. Erstens, man kann sie ganz leicht kaufen. Zweitens, sie hat unendlich Raketen. Drittens, man kann sie in der Luft steuern. Und viertens, man kann sie bei Pegasus abholen. Also verstehe ich nicht, warum der Ruina 2000 maximal nur 8 Raketen hat. Rockstar Games kann mir ja nicht hier wohl weismachen, dass der Ruina 2000 nicht unendlich Raketen hat, weil er sonst zu überpowered wäre. Ich meine, der Ruina 2000 ist das teuerste Fahrzeug in GTA Online für 5,7 Millionen Dollar und man hat nicht die Möglichkeit, dass man sich neue Raketen kauft im Inventar. Warum? Das wäre doch super einfach und ja, man könnte das Fahrzeug kaputt machen, 5 Minuten warten und dann wieder anfordern übers Inventar, aber Leute, das ist doch komplett unnötig. Warum habe ich nicht die Möglichkeit für ein Fahrzeug, das 5,7 Millionen Dollar kostet, dass ich mir ganz normal Munition für das Fahrzeug auch wieder kaufen kann? Ich weiß nicht, ob ihr den Livestream angeschaut habt, wo Standardskill mit dem Aqua Blazer Schlitten fahren wollte. Das ist eine richtig geile Idee, denn in GTA Online ist ja gerade Schnee und der Aqua Blazer kann ja seine Räder einfahren. Also wieso ist es nicht möglich, mit diesem Fahrzeug Schlitten zu fahren? Bitte, Rockstar Games, könnt ihr da ein bisschen die Physik ändern? Ich weiß, ich hatte die Schaukarts in GTA Online schon oft in meinen unlogischen Dingen drin. Aber Leute, ihr müsst euch jetzt mal die Preise nochmal geben. Ihr habt eine Cashcard für 99 Dollar, wo ihr zahlen müsst, bekommt dafür 8 Millionen wieder. Wenn wir das mal in DSU umrechnen, müssen wir
für das Import und Export DLC über 400 Euro ausgeben in Form von Sharkards. Und allein für den Ruiner 2000 müssen wir über 70 Euro hinblättern. Dieses eine Fahrzeug kostet mehr als das gesamte Spiel. Das steht doch in gar keinem Verhältnis. Warum? Macht doch zum Beispiel aus den 8 Millionen einfach 80 Millionen. Dann wird das schon mehr Sinn ergeben. Okay, ich weiß nicht, ob ich nur von dieser unlogischen Sache betroffen bin oder auch andere Leute, aber mir geht's auf jeden Fall so, wenn ich ein Fahrzeug exportiere oder zum Beispiel auch liefere, dann ist es einfach immer so, dass die NPCs verrückt spielen. Jedes Mal rasen die zum Beispiel in mich rein oder fahren über Rot und rasen dann somit in mein Fahrzeug rein und somit muss ich dann wieder Schaden bezahlen. Keine Ahnung, ob das von Rocks Games so gewollt ist und ob es euch auch so geht, aber mir geht's auf jeden Fall so. Habt ihr euch eigentlich schon mal die neuen Kapuzenpullover angeschaut? Ja, die sehen sehr nice aus, sind auch gar nicht mal so teuer, finde ich. Aber wenn ihr jetzt diesen Kapuzenpullover habt, der ärmellos ist, wichtig, ärmellos, dann könnt ihr keine Uhr an diesen Ärmel dran machen. Ich weiß nicht warum. Es müsste doch eigentlich möglich sein, an ärmelloser Kleidung Uhren anzubringen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ob das ein Glitch ist oder ob es nicht geht, aber es geht auf jeden Fall nicht. Aber wisst ihr, was geht? Eine Weihnachtsmütze mit einem Kapuzenpullover. Wo ist denn da bitte schön die Logik? Wisst ihr, manchmal geht Rocksteady Games zwei Schritte rückwärts und einen Schritt vorwärts. Hier ist genau das passiert. Maus Mewtwo. Sie haben eingefügt, dass man auch die BMXe anfordern kann bei Maus Mewtwo, was auf jeden Fall sinnvoll ist, gerade für die ganzen BMX-Stunter. Aber was komplett sinnlos ist, dass man jetzt wieder alle Fahrzeuge einzeln anfordern muss. Ich weiß nicht warum. Vorher hat es doch wunderbar geklappt. Man konnte auf einen Schlag alle seine Fahrzeuge wieder anfordern. Da musste man nicht 10 Jahre lang mit Maus Mewtwo telefonieren und es gab auch nicht so viele Probleme. Ich weiß nicht warum. Es nervt auf jeden Fall und ich wünsche mir wirklich dieses Feature wieder zurück. Rocksteady Games ist wirklich eine Firma, die sehr auf Details achtet. Zum Beispiel wie auch beim Buzzard Kampffilet. Sie haben dort extra ein eigenes Munitionslager eingerichtet oder ein Munitionskoffer für die eigene Minigun, die beim Buzzard Kampffilet integriert ist. Aber wie viel Munition passt eigentlich in so eine Schachtel rein? Unendlich. Unendlich Munition passt in so eine Schachtel rein. Wie geht es? Warum hat der Ruiner 2000 nicht unendlich Munition? Rocksteady Games, wo ist da die Erklärung? Wie kann denn sowas in GTA Online existieren? Neulich auch wieder eine unlogische Folge von IDZock geschaut und wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Der Dude hat recht. Wieso ist dort ein Elektroschocker im Ammunition? Leute, ich komme einfach nicht drauf klar. Wieso ist da ein Elektroschocker in Ammunition, obwohl man ihn nirgendwo kaufen kann? Und das Beste ist eh, auf der rechten Seite beim Ammunition ist gar nichts. Da ist überhaupt keine Textur. Aber wenn man dann ins Waffenmenü reingeht und dann die Waffenauswahl hat, na klar, dann spawnen sie alle. Warum bekommt das Rocksteady nicht auf die Reihe, dass man von Anfang an schon alles übersichtlich sieht? Finde das halt echt schade. Aber hey, so ist Rocksteady, da kann man nichts anders machen. Aber wisst ihr, was wirklich witzig ist? Das habe ich auch bei IDZock gesehen und Grüße gehen nochmals raus. Und zwar seht ihr den coolen Granatwerfer, den man ja auch kaufen kann beim Ammunition. Und schauen wir uns aber mal die Munition von dieser Waffe genauer an, dann werden wir feststellen, dass es von der Proportion her gar nicht passt mit der Waffe. Ich weiß nicht, warum Rocksteady sich hier so wenig Mühe gemacht hat, um die Munition ein bisschen zu verkleinern, so dass es in die Waffe reinpasst. Keine Ahnung, aber ich finde es wirklich echt schade, aber auch gleichzeitig sehr witzig. Ich glaube auch nicht, dass es jeder von euch wusste. Da müsste doch echt mal irgendein deutscher GTA-YouTuber mal den Rockstar-Support anrufen und mal fragen, was da eigentlich mit ihren Waffen los ist. Ich denke mal, 90% haben das Video von Standards geschaut, wo er gesagt hat, dass man den Bugatti Chiron bzw. auch aka Trafate Nero Custom nicht kaufen soll. Und ich will dazu ein bisschen mein Statement abgeben, denn ich finde das Fahrzeug ein bisschen unlogisch, wenn man das mal mit dem echten Fahrzeug, dem Bugatti Chiron, im echten Leben auch vergleicht. Hier nochmal ein Riesendankchen auch an Replay Oldschool, der mir das Gameplay zur Verfügung stellt. Und erstmal habt ihr gesehen, dass der Trafate Adder nicht schneller ist als der Bugatti Chiron Custom. Das bedeutet, dass diese Aussage leider falsch ist. Philipp, nimm es auf jeden Fall nicht persönlich, aber ich wollte das einfach nochmal testen. Weiter im Kontext, wenn wir das Fahrzeug nämlich mal mit dem echten Bugatti Chiron vergleichen, hat er nämlich 1500 PS und hat die Endgeschwindigkeit von 420 km/h natürlich abgeriegelt. Also eigentlich müsste dieses Fahrzeug das schnellste Fahrzeug in GTA Online sein. Ist es aber nicht. Der Pfister 811 ist schneller als der Trafate Nero und irgendwie kann das doch gar nicht sein. Wie kann denn bitteschön ein Pfister 811 schneller sein als ein Trafate Nero? Er geht für mich gar keinen Sinn und der Trafate Nero Custom ist auch nur der 5. schnellste Supersportwagen in GTA Online. Also Kaufempfehlung geht auch von meiner Seite aus nicht wirklich raus. Aber für alle restlichen Autoliebhaber doch wirklich ein sehr geiles Auto, womit ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß haben könnt, gerade wenn ihr auch den Bugatti Chiron mögt. Kommen wir auch schon zur letzten unlogischen Sache von diesem Video und diese Sache habe ich glaube selber rausgefunden. Ihr seht auch gerade im Hintergrund, was ich damit meine, nämlich in GTA-Rennen. Werft ihr mal eine Haftbombe auf euer Fahrzeug und werdet dabei nicht draufgehen. Kann sein, dass auch andere Spieler das schon mitbekommen haben und ihr seht auch gerade, was ich damit meine, nämlich wenn ihr eine Haftbombe einfach so auf euch werft, in einem GTA-Rennen werdet ihr draufgehen, aber in einem Auto werdet ihr nicht draufgehen. Ich weiß nicht, wo da die Logik ist. Eigentlich müsstet ihr doch draufgehen, so oder so. Ob ihr jetzt eine Haftbombe auf eurem Auto habt oder die nur einfach so hinwirft, macht doch eigentlich gar keinen Unterschied. Falls ihr jetzt noch einen gemoddeten Account braucht, müsst ihr 700 Millionen und coolen Farben für eure Fahrzeuge, die auch gerade im Hintergrund seht, könnt ihr auf jeden Fall die Videobeschreibung abchecken. Ihr wisst Bescheid, Extreme Modding for the win. Ihr werdet dort 100%ig nicht gezogen und es kommt ja auch noch der Italy GTP in GTA Online. Wir sehen uns gleich noch an der Endcard. It's Christmas time.
Hui, das ist die Endcard und wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier abonnieren, andere Videos von mir anschauen. Wie ihr wollt, habt einen wunderschönen Tag auf jeden Fall. Genießt auf jeden Fall die restlichen Feiertage mit eurer Familie oder auch euren Freunden, wie auch immer. Falls ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne hier abonnieren, dann kommen wir den 100.000 noch einen Schritt näher und somit kommt bald Facecam und natürlich auch das 500 Euro Gewinnspiel. Und ich würde sagen, ich bin raus, haut's rein, wir schon einen super schönen Tag. Ciao mit V.